Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Wieder mal eine neue Show. Heute allerdings mit internationalem Gast. Wir begrüßen einen, ich möchte sagen, ganz zauberhaften, süßen Mann aus einem wunderbaren Land, aus Dänemark. Er tritt, Entschuldigung, wir machen es natürlich standesgemäß. Meine Damen und Herren, war das nächste Gast, Frau Dänemark, Ole Nielsen, Frau Dahlia, NRD. Ole Nielsen, meine Damen und Herren. Hi, hi. Hi, hi. Ole, mein Lieber, bitte swing in diesen wunderbaren Sessel. Ah. Ole, mein Lieber, schön, dass du den weiten Weg zu uns gefunden hast quasi. Wir sind ja schon recht lange kooperiert, möchte man sagen. Ja. Und wir haben uns es natürlich nicht nehmen lassen, dir ein heimisches, hier in unserem schönen Kassel, ein heimisches Gefühl zu geben, da wir ja, du möchtest es gerne erwähnen, meine Damen und Herren, dänische Nachbarn haben, die hier ganz bezaubernde Sachen machen. Ein paar Smørrebrød, ist das richtig? Smørrebrød. Fast richtig. Zimtschnecken, die mich sicherlich das eine oder andere Kilo gekostet haben. Sie sind leider sehr, sehr gut. Ole, wir können heute live nicht so viel sehen. Du bist trotzdem da, dass wir mal einen kleinen Zukunftsausblick machen können, was denn so Schönes kommt. Ja. Erzähl uns doch mal ein bisschen was, was so, wie es dir geht, was bei Dali los ist, wie die Lage ist. Also die Lage ist sehr gut und ich bedanke mich für die Einladung für sehr gerne. Deine Late-Night-Show hier today. Ich fühle mich wirklich heimisch hier und wenn ich höre, das sind dänische Mädels hier drüben nebenan, die machen so dänisches Smørrebrød, finde ich richtig geil, muss ich sagen. Ja. Man muss vielleicht jetzt auch noch mal wissen, meine Damen und Herren, dass ich permanent diesen, es ist kein Matjes, es ist Hering. Nee, das ist süß-sauer eingelegter Hering, ja. In meiner Nase quasi ganz floriert und ich wirklich, falls ich jetzt umkippe oder einfach anfange, wirres Zeug zu reden, es riecht bezaubernd tatsächlich. Lassen Sie sich davon bitte nicht verunsichern. Also das Einzige, was jetzt fehlen würde, das wäre einen kleinen Weihnachtsakrabit. Aber den hast du ja schon vor ein paar Jahren bekommen. Den kriegen wir jedes Jahr von dir. Er tut immer wieder weh. Ja, ja, die Lage ist oben in Dänemark nicht so schön, wie ihr vielleicht in die Tagespresse gelesen und gehört haben, dass es ein mutiertes Coronavirus da gibt durch Nerzfarmen und dass es tatsächlich auch in Gebiet nicht weit von unserer Hauptfirma, unserer Fabrik, wo unser schöner Lausbreaker hergestellt wird. Und die Hälfte der Produktion ist nicht vor Ort, die Hälfte im Lager ist nicht vor Ort und wir haben ja sehr viel zu tun momentan. Das hapert also ein bisschen mit Produktion, wir sind ein bisschen hinterher geraten und auch was liefert, wenn jemand bestellt. Normalerweise geht das den gleichen Tag wieder auf den Versandweg, das kann also jetzt ein paar Tage dauern manchmal, aber nicht länger. Aber das ist nicht so schön und da muss man, glaube ich, auch ein bisschen da aufpassen. Die dänische Regierung hat ja rigoros gesagt, alle Nerze getötet werden muss, weil das ist tatsächlich gefährlich, weil dieser Virus, was da, der ist ja mutiert und Max, also Impfstoffe, die werden wahrscheinlich gar nicht da helfen, wie auch immer. Aber sonst geht's gut, der Markt floriert, wahrscheinlich auch durch Corona. Ihr merkt das wahrscheinlich auch. Also wir haben wirklich ein sehr gutes Jahr hinter uns. Dieses Jahr wird viel gekauft. Viele die Menschen machen es sich schön zu Hause. Die machen so kann es schön zu Hause. Sagen, ne? Also ich könnte doch ein paar gute Lausbrecher gebrauchen. Oder der Genuss steht ein bisschen im Vordergrund, ja, wieder zu Hause. Eindeutig, ja. So ist es. So, ich möchte hier gerne ein paar Sachen, neue Sachen vorstellen, was wir dabei ist, einzuführen. Da gibt es eigentlich so vier Produkte, wobei das eine Produkt haben wir schon eingeführt und zwar, wir haben ja Aktiv-Lautsprecher-Programm, mhm, mittlerweile drei Serien, Rubicon, Callisto und mittlerweile auch Oborn in den unteren Bereich. Und Oborn haben wir Mitte Oktober angefangen auszuliefern und da habe ich auch hier was mitgebracht zum Zeigen, weil das ist, ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt auf dem Markt gibt, ein On-Wall-Aktivbox. Sehr interessant, auch soundbar, nutzbar. Da könnte ich was möchtest erklären. Du dich vielleicht mal elegant quasi, ja, hier rüber bewegen? Mach ich. Soll ich ziehen? Nein, 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 so, das du geht bist so auch fitter als ich, es ist erschreckend, aber es ist nur so. Ja. Da steht er schon. Also das ist jetzt eine On-Wall-Aktivbox und den gibt es in vier Farben. In Weiß, Schwarz, Dunkelwalnuss und in Eiche Hell. Und hier sieht man, da ist kein Lautsprecher-Terminal. Es ist tatsächlich ein drahtloser Lautsprecher mit eingebautem Verstärker. Und den kann man ganz schön neben dem Fernseher an der Wand hängen. Und dann habe ich in Verbindung mit so einem kleinen Soundhub
ein Soundbar. Den wird benötigt oder den man auf dem Bild hier sieht, das ist ein anderes Modell. Können wir das ganz kurz zeigen für die Damen und Herren? Also man sieht das hier mal, die das sind die ganze Serie, also wir haben die 1er, die 7er und eben diesen Onwall als Aktivlautsprecher. Und da gibt es zwei verschiedene Hubs, einmal den kleinen hier und einmal einen etwas größeren, wo ich auch mit streamen kann, Online-Streaming, Netzwerk-Streaming und so weiter mitmachen kann. Also dieser Hub dient als Vorverstärker und Sender für die Lautsprecher. Also sendet im Prinzip den Ton drahtlos zu den Lautsprechern. Der Hub, der hat zwei digitale Eingänge, der hat Analogeingang und der hat einen HDMI-Ausgang mit ARC. Deswegen kann man das auch als Soundbar nutzen. Analogeingänge, das ist für was ganz Spezielles auch geeignet. Ich habe zum Beispiel einen AV-Verstärker in meinem Wohnzimmer. Ich kann aber kein Lautsprecherkabel nach hinten und an die Seiten legen. Da könnte ich pre-out hier reingehen und dann kann ich tatsächlich das Ganze auch als drahtlos Surround-Anlage nutzen. Das haben wir zum Beispiel relativ häufig tatsächlich diesen Fall. Das vorne ist jetzt weniger ein Problem und ja, da hinten haben wir aber den Salat mit 30 Meter Lautsprecherkabel. Genau. Können wir also umgehen. Kann man hier machen. Ja. Top-Qualität, wie wir es von DALI oberen kennen. Der braucht aber ein Stromkabel. Also ganz drahtlos funktioniert das nicht. Irgendwas brauchen wir, aber ja. Steckdosen sind ja öfter vorhanden. Also ich habe jetzt bei mir zu Hause mit einem AV-Verstärker zwei Hubs genommen, ein paar Einser, ein paar Onwalls und dann habe ich Rear und Back Rear, wie man das auch nennen mag. Also wirklich zwei Paar. Also 7.1 sozusagen. Und das funktioniert. Sehr schön. Das ist eine, sagt DALI eigentlich nichts drüber, aber es ist eine Variante, besonders für euch, für Kinoleute. Ein absoluter Mehrwert, muss man ganz klar sagen. Ja. Denn es macht die Sache einfacher und verhindert oft den Stress mit der Verkabelung quasi, wenn es nun mal nicht anders geht. Ist nicht ganz billig, aber es funktioniert. Ganz, ganz billig ist ja, ne, auch nicht der Ansatz quasi. Nee. Oder du darfst gerne wieder dich da kann ich auch bequemen was sozusagen. Denn zu den Preisen was sagen. Also das Ganze ist natürlich alles bei Sound Brothers bestellbar und auch, wie gesagt, in unserem Online-Shop natürlich. Ja, das. Oder wenn wir schon bei Oberon sind, bei uns ja nun wirklich eine absolut beliebte Serie, ne, schon länger, habt ihr auch da ja, man kann sagen, wirklich mal so einen Preis-Leistungs-Knaller. Das stimmt. Rausgeknallt. Rausgeknallt. Doppelgeknallt quasi. Ja. Erzähl uns doch mal, was es damit auf sich hat. Also wir haben hier ein großer Box. Ich würde sagen, ein Partybox, der auch wirklich HiFi kann. Echte Drei-Wege-Lautsprecher, Kalotte, zwei Bässe, ein Tief-Mitteltöner für einen Hammerpreis. Gibt es in Schwarz und gibt es in Walnuss Dunkel erstmal. Wir hoffen, dass es auch in Weiß mal kommt. Kostet gerade mal 800 Euro so ein Teil. Und schiebt richtig. Der schiebt das richtig und der ist weit über einen Meter. Der ist 1,20 hoch, also ist das wirklich ein großer. Also jeder, der die oberen 7 schon kennt und mal gehört hat, weiß, auch das Ding ist schon wirklich richtig gut. Ja. Wir legen hier nochmal zu und haben nochmal richtig Dampf sozusagen obendrauf. Und Freude. Ihr habt schon geordert, die kommen wohl bald hier im November. Also man kann es vorbestellen, meine Damen und Herren, und könnte dann auch eventuell dieses Jahr noch mit einem sehr großen Lautsprecher rechnen. Ja. Sehr schön. Also, zwei 230 mm Tieftöner, 1,20 Meter hoch, 800 Euro Klasse. Hammer. Schnapper. Ole, kommen wir. Es gibt ja noch ein bisschen was Neues von euch. Ja, wir haben ja eine ganze Menge Neues diesen Herbst. Und zwar, wir haben ja eine Serie, so Mittelklasse Opticon. Und da gibt es jetzt ein Opticon MK2. Das heißt, eine neue, einigen komplett neue Serie, aber ich darf die gleiche mal, ich Gehäuse. Ich darf mal draufschalten quasi, weil macht das die ganze Sache irgendwie klarer. Da haben wir die. Opticon gibt es ja schon länger, aber wir haben die jetzt hier aufgemöbelt. Neue Frequenzweige, neue Treiber, neue Finish. Die Gehäuse sind geblieben
und ist ein klein bisschen teurer geworden. Aber wir haben uns farblich ja auch schon ein bisschen verändert nochmal. Also Ja, gegenüber der also Vorgängerserie gibt es ja schon Unterschiede. es gibt hier Schwarz und Weiß natürlich und Schwarz ist Seidenmattfront, Weiß mit Seidenmattfront und dann gibt es ein Tobacco Wood. Das ist also Tabakholz, sehr grob strukturiert, ähnlich wie wir das von Eiche Hell bei Oberon kennt. Haben wir hier nicht auf das Bild, aber es sieht ein bisschen aus wie Walnuss, aber ist Tabak-Oberflächenholz. Es ist aber kein Echtholzfurnier, das ist Kunststofffurnier, weil in die Preisklasse kann man dann auch kein Obwohl, Echtholz machen. tatsächlich, also Opticon-Serie bei uns hat sich auch enorm beliebt. Ja. Wann können wir damit Also wir rechnen? haben diese Woche angefangen, die Dinge auszuliefern. Aber Es geht. da, und die werden ja auch tatsächlich oben in Werk in Dänemark hergestellt, produziert. Und da hakt das also noch ein bisschen mit der Produktion. Wir sind da hinterher. Aber es geht los. Aber das geht los. Wir haben schon die ersten ausgeliefert, ja. Das ist der erste Lautsprecher bei uns mit Bändchen-Hochtonmodul. Genau, also das ist mal ganz wichtig zu sagen, ne, Ja. für viele, ich smooth mal hier hin, dass wir hier ja diesen Kalotte Bändchen. dualen Hochtöner haben, Ja, als erste in also. der Serie, Ja. die jetzt Und. auch da schon richtig Freude machen. Sehr, sehr. Sehr schön. Und da gibt es ja auch ein On-Wall, es gibt einen Sechser, einen Achter, es gibt dann einen Einser und einen Zweier und einen Sender. Wir haben auch eine Opticon 5 gehabt, die ist durch den Rost gefallen. Da haben wir zu wenig verkauft, wird nicht mehr hergestellt. Verabschieden wir uns an dieser Stelle von Genau. der Opticon 5 und begrüßen die neue Serie. So ist das. Trä-Chic. Ole, was kannst du uns. Es gibt ja noch ein Highlight. Es gibt ein Es gibt ein Highlight. Highlight. Ich hätte sie ja. An dieser Stelle hätte ich selber gerne ein Pärchen. Und zwar bringt ihr eine Limited Edition eines Lautsprechers raus. Wir dürfen ihn übrigens tatsächlich. Es ist so geheim. Ich muss wieder in diese Kamera schauen. Es ist so geheim, dass wir es gar nicht zeigen dürfen, tatsächlich. Also, die Dänen sind da sehr, Oh, sehr korrekt. sehr korrekt, tatsächlich. Und wir natürlich auch, tatsächlich. Mal so eine grobe Idee, was da kommt. Also wir haben ja eine Rubicon-Serie, die ist wirklich sehr, sehr gut ist. Das ist halb High-End, würde ich sagen. Das würde ich jetzt Ihr unterschreiben, ja. seid gute Rubicon-Verkäufer und bei Rubicon 6, das ist ein Lautsprecher, der so um die 1850 VK kostet, das Stück, gibt es eine limitierte Edition, der heißt Black Edition. Das ist ein Rubicon 6 in komplett schwarz. Bei Dali sind die Treiber ähnlich so ein bisschen rötlich, aber bei den Rubicon 6 sind das schwarze Treiber, schwarze Gehäuse, seidenmatt schwarz, schwarze Hochtonmodule, Mundorf-Kondensatoren im Frequenzweige an der Verkabelung drin. Also ein modifiziertes Modell, der auch vom Klang her erheblich besser ist. Und kostet gerade 180 € mehr als der normale Rubicon 6. Und es gibt nur Die Krux an der Sache. vielleicht 30 Händler in Deutschland, vielleicht auch nur, ich weiß nicht, ja, höchstens, der dieses Modell bekommt. Und Sound Brothers ist der eine Händler davon. Wie viele Stück gibt es denn für 105 Deutschland? Paar für dann ganz Deutschland. Und dann ist es vorbei. Den gibt es dann nicht mehr, diesen Lautsprecher. Und weltweit 400 Paar. Das heißt also, wir sind hier in Deutschland der mit Abstand größte Markt für dieses Wo schöne darf ich diesmal Lautsprecher. hingucken? Ach, da bin ich. Und die, Wir kriegen 5 Stück übrigens, wo die wir sehr sind, stolz drauf sind. nee, Deswegen, fünf Paar. natürlich, also 5 Paar. Stück wäre natürlich doof, ne? Ja, wäre Also doof, weg von der Mono, passt hin nicht. zu Stereo, 5 Paar. Weshalb ich selber natürlich keins bekomme, traurigerweise. Die kann man ab heute bei uns vorbestellen. Und wir schauen mal entspannt, Also portionchenweise, werden sie kommen. Und man kann sie, wie gesagt, ihr habt die Chance auf 5 Paar bei uns in der Vorbestellung. Geht ab heute. ich würde sagen, wer Interesse hat, soll ordern, weil die werden rar und die werden gefragt. Ganz bestimmt. Zuschlagen. Ja, Es gibt natürlich noch zuschlagen, zuschlagen, einen zuschlagen. Nicer Dicer, Ja, selbstverständlich auch ja, gratis dazu für die ersten 5 Bestellungen. ja. Natürlich hinten handsigniert und goldene Emblem und bla bla bla. Liebe Güte. Also Schönste richtig, Sachen. richtig tolle, geile Kiste. Wir freuen uns sehr. Ja. Das soweit zur Ich Aussicht finde von Dali, bitte. das, ja, ich finde es schön, dass ihr mit diesen Rubicon 6 Black Edition dabei seid. Das Wir ist freuen uns ja selber ja, drauf, tatsächlich. ja, Also ich finde ja, sowas sehr stark. Leider ein paar wenige, aber das macht die Sache ja auch spannend. Soweit von Dali. ja, das Jetzt ist vertreibst du ja noch eine.
Ja, wir haben ja NRD Blue Sound im Portfolio und ihr seid ja auch NRD-Händler und da gibt es ja auch ein paar Neuigkeiten. Wir haben einen neuen Vollverstärker, High-End würde ich das wirklich Ich darf bezeichnen. noch mal eben kurz Ja. umschalten. So, gucken wir uns das ganze Gerätchen mal an. Auch der ist noch nicht da. Wir haben schon Physisch. welche ausgeliefert. Na, sehr rar, aber er Aber kommt. wir Wir sehen uns sind hier stark im Rückstand mit dem Gerät, ja. bildtechnisch, was so los ist. Ich meine, das klassische oder sagen wir mal klassisch aktuelle NAD-Design. Erzähl uns bitte, was es damit auf sich hat, die Besonderheiten. Also die Besonderheiten bei diesem Gerät ist in erster Linie das Aussehen, dieses riesige Display, was auch ein Touch-Display ist. Ich kann also das ganze Gerät am Display bedienen. Und es ist ein Stereo-Vollverstärker mit einem Haufen Leistung, 2x200 Watt, 8 Ohm, 2x300 Watt, 550 Watt, 4 Ohm. Also er macht richtig Power, treibt jeder große Lautsprecher an. Tolles Finish, Haptik, sehr, sehr schön gemacht. Das ist die Master-Serie von NRD. Und der hat alles on board, was man eigentlich braucht. Der hat Phono-Eingänge, MC, der hat alle digitale HDMI, alle Eingänge, was man braucht. Und der hat Blue Sound on board. Ich kann also Stream, Netzwerk-Playing machen, Tidal, MQA. Der kann eigentlich alles und klanglich hervorragend. Ein Merkmal bei diesem Gerät ist auch ein neuartiger Verstärker. Purify wird es genannt. Das hat was mit den Entwicklern zu tun. Das sind die Anfangsbuchstaben von zwei, ein Norweger und ein Holländer, glaube ich, hat das mitentwickelt. Hat was mit Taktung von diesem Verstärker zu tun. Der verbrennt nichts. Der spielt eigentlich das, was er spielen soll und hat nicht ein Eigenmerkmal, das, sagen wir mal, die spielen hell oder dunkel oder mehr Bass. Der spielt neutral. Und wenn der Lautsprecher dann gut ist, so wie unser Epicon 6 zum Beispiel, das würde passen Beispielsweise. wie Deckel auf den Topf. Ja. Und wir haben die Dirac-Live-Einmessung Der hat gemacht. Live-Einmessungssystem, was für einen Stereo-Verstärker eigentlich eher selten ist. Ich kann also, wenn ich einen schwierigen Raum habe, kann ich den einmessen. Mit Mikro ist dabei und das ist ein hervorragendes Einmessungssystem. Ein bisschen kompliziert zu bedienen, aber das kriegt man schon hin. Und das hat er on board. Mit Mikrofon, wie gesagt, ist dabei auch. Und die Leute haben ja auch uns dafür tatsächlich. Bitte. Das kann man wirklich sagen. Hört euch das Ding mal bei uns an. Also, wir haben die Vorgänger schon da gehabt, sowohl im Mehrkanalbereich als im Stereobereich. Die Dinge haben wirklich dermaßen Leistung. Macht Spaß. Bitte, bitte bei uns anhören. Wir haben, apropos Mehrkanal, noch was Neues. Gibt es auch was Neues, ja. Und ich dürfte dich jetzt quasi wieder. Also M33 haben wir schon einige ausgeliefert, aber wir sind da wirklich viel im Rückstand mit den Geräten. Da kommen nicht genug Geräte ran, so wie wir die verkaufen. Aber wird. Aber wert, ja. Bei denen hier ist es noch ein bisschen kritischer. Da war auch ein paar Kinderkrankheiten drin, die mittlerweile behoben worden ist, aber das hat das Ganze nochmal verzögert. Und da haben wir auch schon welche ausgeliefert. Ein toller AV-Verstärker. 9x85 Watt, 165 Watt Impulsleistung bei 8 Ohm, 280 Watt an 4 Ohm. Ist ein Hybrid-Digitalverstärker, hat das gleiche große Display wie der M33, kann den tatsächlich hier alles bedienen, hat natürlich auch eine Systemfernbedienung dabei, eine große Fernbedienung mit allen Funktionen und hat auch Direct-Einmesskorrektur drin. Hat Modulsteckte hinten, ich könnte noch HDMI-Module, andere Module, wenn da mal irgendwas mit HDMI-Punkt sowieso kommt, wäre das möglich, den nachzurüsten. Tolles Teil und leider, wer heute bestellt, wer einen Händler heute bestellt, kriegt erst im Januar, vielleicht erst Februar Ware. Das ist leider das Manko. Jetzt kommt ein Satz, den noch nie einer gehört hat. Vorfreude ist die schönste Freude. Bei dem Gerät sicherlich nochmal zu sagen, auch jetzt mal zur Konkurrenz quasi, das Ding muss man hören. Ne? Also wir haben technisch, kann man das Ding gar nicht so vergleichen, man muss ihn hören. Das Ding hat wirklich eine brutale Leistung und echt richtig Dynamik. Auch da wieder, bitte vorbeikommen, sich bitte anhören, Spaß haben. Was besonders hier ein Merkmal ist, dass der auch sehr, sehr gut Stereo spielt. Weil es sitzen drin die gleichen Verstärkerzüge wie in unser
Stereo-Verstärker 388. Also hervorragende auch in Stereo-Wiedergabe. Und das macht dann auch Sinn, dass er Blue-Sound on Board hat, wie der 33er hat. Ich kann als Netzwerk-Streaming, Online-Streaming, Tidal, MQA, kann ich alles mitspielen in einer hervorragenden Qualität. Ich bräuchte also nicht einen Stereo-Verstärker und einen AV-Verstärker. Der mag das. Perfekt. Ole, du Ja. darfst jetzt einmal nochmal. Wir kommen zum Highlight im Grunde unserer Sendung. Denn Jetzt gibt's Mörbräu oder was? jetzt werden wir uns mal dem Genuss zuwenden, sozusagen. Ole, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir beste Gesundheit, eurem ganzen Team nach Dänemark natürlich bitte auch. Beste Gesundheit, dass das alles wieder hoffentlich in die richtigen Bahnen läuft. Wir freuen uns auf eure neuen Produkte. Ihr könnt euch alles bei uns online anschauen. Da bin ich wieder. Schaut es euch an, kommt vorbei, hört euch die Dinge an, habt Spaß. Ole, ganz herzlichen Dank. Liebe Grüße nach Dänemark. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier Schaltet. sein durfte. Viele Grüße an Papa. Der, kannst du winken? Winke nach Spanien, ich sehe ihn ja auch nicht. Ja. Herzlichen Dank, auf bald. Ja, Und danke auch auch. ich gucke wieder nach da. Bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Freut euch auf die neuen DALI-Sachen und natürlich auf die NRD-Sachen. Kommt vorbei. Habt Spaß, bleibt gesund. Bis bald.